So, und damit ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 17. Wie ihr in der letzten Folge sicherlich mitgekriegt habt, werden wir ein kleines Fahrzeug-Update durchführen. Und zwar steht ein kleiner Wechsel an. Ich laufe jetzt dahin, weil ich noch ein bisschen was erzählen möchte. Und zwar werden wir uns erstens einen breiteren Gruber zulegen, zweitens einen neuen Schlepper besorgen. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich den alten Gruber dann eigentlich gerade auch mit austausche, ob das nicht sinnvoll wäre. So, und zwar muss jetzt hier der New Holland dran glauben. Bin ich dann effizienter, wenn ich mit zwei Grubbern gleichzeitig arbeiten kann? Ist da was dran oder ist da nichts dran? Das ist halt die Frage. Naja, kann man ja immer noch tauschen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal zum Händler. Wir tauschen diesen Traktor gegen den 300 Vario von Fendt. Bleibt lange genug da und den brauchen wir jetzt nicht mehr. Deswegen spricht er aus. Ganz einfach. Ganz einfach das Vorgehen. Ist denke ich auch nichts großartig irgendwie verwerflich dran. Warum sollte es überhaupt? Und dann werden wir im Rückweg vielleicht noch eine Mission oder sowas erledigen. Das sieht dann ziemlich gut aus. Gehe ich mal von aus. So. Wenn nur diese Strecke zu diesem Händler nicht so weit wäre, ja. Das kennen wir doch alle. Weil das stand ja auch in welchen Tippsblättern von diesem Spiel, tauscht alte Maschinen aus, weil die kosten nur unnötig viel Geld und ja, kauft euch dafür was Neues und habt mehr davon. So, ja, vorher will ich jetzt noch eine Sache gucken, und zwar hätte man den auch können mit einem Frontlader ausrüsten. Das kann man ja hier immer nachschauen. Gucken wir mal. Aus. Konfigurieren. Frontlader anbauen. Ja. Wäre sogar möglich. So. Ich will ihn aber verkaufen. So. Für 22.000. Knapp 23.000. Da kann man sich nicht beschweren. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja, es ist richtig. So. Traktoren. Wie viel PS hat der eigentlich? 105 hat der nur. Der hat 110, der hat 145, 43, 45. Ist interessant, wie viele es gibt. Wie ich das mal an dieser Stelle anmelden darf, ja. So. Mit 10, da haben wir. Kostet 8000 mehr und hat 35 PS mehr. So. Ah. Da gibt es auch mit 138 PS. Kostet dann aber 14.000 mehr, ne? Nee. Falsch. Doch. Kostet dann 14.000 mehr. So müsste es gehen. Dann hat er 110 PS. Radsetup Standard. Pflege. Standard. Ja. Kaufen. Jawohl. Und
Klicken wir uns mal da durch. Rübenernte, Kipper, Überladewagen, Pflüge, Gruber. So. Oh, 160 PS. Achso, ja, wir haben ja noch. Ha. Wir haben ja noch den. Wir haben ja noch den Case. Ich war gerade verwirrt. So, und dann brauchen wir noch theoretisch ein kleines Gewicht. So. 550. Das sollte. Das wäre es auch schon. Aha. So, hallo, Fendt-Vario. Sieht ja schon geil aus, ne? Ist ja schon groß. Wenn man so will. Mal reinschauen. Süß. Könnte spannend werden, wenn wir mit dem heimfahren wollen. Egal, wir versuchen es trotzdem. Nichts ist unmöglich. Toyota. Wer kennt die Werbung noch? Ich glaube, die bleibt einem wirklich im Gedächtnis. So, sehr schön. Das ist toll. Das ist richtig toll. Das Gefühl in einem neuen Traktor zu sitzen, der von dem Beweis, dass der noch nichts gearbeitet hat. Oin. Und da rumspringt wie sonst was. Oin. Ja, das kennt man. Gucken wir mal, was es hier zu tun gibt. Auf zum Beispiel Feld Nummer 23. Da war ich nämlich noch nicht. Das ist nämlich Zuckerrüben oder sowas ähnliches. Wenn es Ölrettich wäre, wäre es Grubbern. Versuch macht Fluch, ne? Ja, schauen wir mal. Oh! Gerne. Düngen. Ich eigentlich die Lenkmodi umschalten? Geht das irgendwo? Ne, anscheinend nicht. Ups. Schaut ja schon cool aus, der Fast Track, ne? Müsste hinten so ein Kipper drauf haben auf dieser Plattform da. Oder so einen zusätzlichen irgendwie Behälter oder so. Das wäre doch cool. So ein zusätzlicher Behälter. Das sieht gut aus. Ich würde ihm damit einen riesigen Gefallen machen.
Das sind jetzt auch Arbeiten, die gehen echt schnell von der Hand, ja. Also düngen mit dem Düngerstreuer hier schnell, das ist ja gar nichts. Und das bringt ja eine Menge an Sympathie-Empathie-Punkten. Und wir kriegen dann am Schluss das Feld günstiger. Das ist ja auch ein Effekt davon. Darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Oh, das war's schon. Perfekt. 4000, Ja. Wunderbar. Kann ich mich absolut nicht beschweren. So. Gehen wir mal über die Straße. Was haben wir hier? Einsehen. Klar, gerne. Kein Thema. Ach, der Lamborghini. Mach VFW. Und diese Sehmaschine. Mit diesem Gespann haben wir sehr viel Erfahrung im 15er gesammelt. Die beste Sägekombination. Shit. Wenn man richtig ranfährt in die Sägemaschine. Ja, dann lernen wir jetzt einfach das sehen. So. Schnell, also bitte. So macht das Sehen Spaß und so ist es auch wirklich effektiv, weil es geht so.
Ja. 3% ist ja das erste Mal sehen, das stimmt aber gar nicht. Das erste Mal sehen für andere Leute, ja. Aber nicht das erste Mal sehen, ich hätte schon von eigenen Betrieb habe ich ja schon gesehen. Ja, bitte. Man sollte sich schon noch im Kopf behalten, was man schon selbst gemacht hat und was nicht. Das ist ja auch wichtig. Diese Mission fahren wir dann wieder zurück zum Hof und ja. Gucken mal, was wir da noch machen, oder wir lassen die Episode mal kurz sein. Das wäre auch nochmal nicht verkehrt, nachdem die letzte Jahr ziemlich lang war. Könnte die hier dann ruhig wieder etwas kürzer sein. Wäre so von Regelmäßigkeit. Scheint wohl irgendwie ein Fremdwort von mir zu sein oder so. So kommt es mir jedenfalls vor. So macht das doch Spaß, die Arbeit. Ich habe die irgendwie breiter in Erinnerung, kann das sein? Und ohne diese Packerrollen fange ich an. Vielleicht sind wir geschafft. Ich glaube, es ist mal Zeit für einen Witz, ne? Und zwar für einen richtig schlechten Witz. Was ist das beste Weihnachtsgeschenk? Ja, ist doch klar. Eine kaputte Trommel. Und warum? Naja, die ist unschlagbar. Ne? Ist klar. Unschlagbar. Kaputte Trommel. Ja. Achtung. Müssen wir die anderen noch anfangen? Im Optimalfall nicht. Doch. Natürlich. Das ist aber Maßarbeit hier, ne? 3, 2, 1.
Genau. Vielen Dank. Bitte, bitte. 8000. Immer wieder gerne. Traktor. Hallöchen, Popöchen. Oder hätte es Ausflug gegeben? Ups. Oh. Los, geh auf. Haben wir hier noch was zu tun? Diesem Feld? Ja, was? Ernten. Ja, können wir machen. Oh, mein MF. Gut. Damit haben wir ja auch Erfahrung schon gesammelt. Mit diesem Gespann. In der letzten Folge waren es ja Kartoffeln, jetzt sind es Rüben. Jetzt noch, ach, der versteckte Befehl geht gar nicht mehr. Das ist doof. Er ist gelenkt. Stefan ist in der Gelenk. Ist immer was ganz was Neues. Dass der Bruder gelenkt war. Wahrscheinlich das Grunden der Spur drauf oder so. ASDF-Musik. Ich mag Züge. Ja, ich kann das schlecht. Ich bin schlechter. Geräusche Nachahmer. Ah, Moment. Das heißt, wir könnten ja jetzt quasi. Lege das wohl über einen Anhänger. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Haben wir jetzt wieder das Problem? Nein, ich weiß, wie ihr euer Problem löst. Ich bin wieder genauso kreativ wie die Kartoffelgeschichte letztes. Die Kartoffelgeschichte in der letzten Folge. 70%. Das waren jetzt zwei Bahnen. So. Das Ding müsste jetzt voll sein. Ist es das? Nein. Ja.
Ja, das ist die Ertragsgeschichte. Ich finde es aber trotzdem komisch, dass ich halt die normale Spielmechanik müsste eigentlich ja zulassen, dass ich die Rüben auf dem Feld abladen könnte. Aber warum kann ich das nicht? Geht das etwa nur bei den großen Selbstfahrern oder was? Ich meine, bei den Kartoffeln ging es ja auch nicht und dann müsste es ja theoretisch auch gehen. So viel zum Thema überall abladen. Ja. Können wir ja genau arbeiten. Fliegt gerade ein Flugzeug über unser Haus. Wenn ihr das hört, okay. Aber lasst euch gesagt sein, bei mir wackelt gerade bzw. vibriert gerade der Boden. Das ist sehr, sehr seltsam. Jetzt geht irgendwie gar nichts mehr in diese alte Maschine rein.
Ich glaube, ich mache das natürlich instinktiv verkehrt rum. Ich muss länger hier arbeiten, dann treibe ich den Preis für die Felder nach oben. Und irgendwann kriege ich sie ganz geschenkt. Weil der Typ wahrscheinlich entweder tot geht, was ich nicht glaube, oder weil er einfach zu alt ist und er keinen Bock mehr hat. Diesen ganzen Quatsch. Boah. Ich sehe nicht mehr. Entschuldigung, ich bin gerade gegen mein Mikro gekommen vom Headset, mit dem ich aufnehme. Ich müsste sagen, dieses Mikrofon hat eine bemerkenswerte Soundqualität. Super zufrieden damit. Ich glaube, wir haben jetzt so das Dreiviertelstunden-Format haben wir jetzt getroffen. Gehe ich mal von aus. Zwei Bahnen und dann sind wir durch, wenn ich Maßarbeit geleistet habe. Abgesehen von dem Ertrag, der ja futuristisch miserabel ist, also miserabel generiert. Ich muss so formulieren. Lasst uns jetzt mal Maßhaltigkeit beweisen. Weil es stehen noch genau 6 Reihen und 6 Reihen ist ja die Arbeitsbreite von unserem Gespann hier. So sauber habe ich noch nie gearbeitet. Noch nie, vor allem nicht mit einem solchen Gespann.
Nur noch ein paar Pixel. Ja, 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 ja. Wow, du hast mich echt beeindruckt. Das finde ich sehr freundlich von dir. Dafür zahlst du natürlich auch gerne deine 15.000. Wunderbar. Ich bin genau bei 89.000. Aber genau. Hui. So, wunderbar. Ja, ein Blick auf die Uhr verrät, das dürfte es gewesen sein. Wir gucken jetzt nochmal gerade nach Eiern. Bei den Hühnern. Und da sehe ich auch schon direkt eins. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Drei. Dürfte es auch gewesen sein. Perfekt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniere nicht vergessen. Und ich würde dann sagen, Türklingel, ich würde dann sagen, bis zum... Oh Moment, speichern noch. Hehe. Speichern. So. Ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen. Und, ja. Einen herzlichen Gruß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.